In diesem Video erkläre ich das erste Dialogprinzip Aufgabenangemessenheit. Was dahinter steckt, was dabei zu beachten ist und warum es eigentlich so wichtig ist. Hallo, ich bin Indra. Wenn du genauso für menschzentrierte Gestaltung brennst wie ich, dann abonniere diesen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das erste der 7 Dialogprinzipien ist Aufgabenangemessenheit. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie Usability selbst. Aufgabenangemessenheit beinhaltet Elemente aus Effektivität und Effizienz. Es beschreibt, dass ein Dialog, wie der Name schon sagt, der Aufgabe entsprechen soll. Das heißt, es soll nicht zu viel sein, es soll aber auch nicht zu wenig sein. Wenn jetzt etwas zum Beispiel rein auf Effizienz getrimmt ist, heißt es nicht unbedingt, dass es die beste Lösung für den Nutzer ist. Es kann dann nämlich sein, dass einfach zu viele Informationen dabei verloren gehen oder er zu viel mit der Tastatur machen muss, wogegen aber Menschen gerne mit dem Interface arbeiten oder es vielleicht auch nur können, weil sie halt vor allem die Maus bedienen und es damit auch gewohnt sind. Das heißt, in Aufgabenangemessenheit steckt noch etwas mehr als nur in Effizienz und Effektivität. Es beschreibt dieses ganze Spektrum um, der Nutzer hat eine Aufgabe und der Dialog soll ihn angemessen dabei unterstützen, diese Aufgabe zu erfüllen. Machen wir mal ein Beispiel mit einem regulären Formular. Hier sollte der Nutzer nicht zu viele Daten eingeben, die er nicht muss. Natürlich spielt da noch der Datenschutz mit rein. Klar, wir dürfen keine Daten erheben, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber es entspricht natürlich auch der Aufgabenangemessenheit. Warum soll der Nutzer beispielsweise seine Hobbys eintragen, wenn er nur eine Tasche kaufen möchte? Aufgabenangemessene Dialoge beinhalten genau das, was der Nutzer braucht. Nicht zu viel, aber auch eben nicht zu wenig. Machen wir noch ein Beispiel. Bleiben wir bei dem Taschenkauf. Der Nutzer möchte eine Tasche kaufen. Jetzt hat nun der Nutzer die Absicht oder das Bedürfnis, sich Rezensionen zu der Tasche durchzulesen, um sich für den Kauf zu entscheiden. Die Bereitstellung von Rezensionen ist natürlich nicht unbedingt etwas, was die Effizienz fördert oder was direkt zu dem Kauf der Tasche an sich gehört, wenn man jetzt an den reinen Checkout-Prozess denkt. Es ist aber für den Nutzer elementar wichtig für die Entscheidung für die Tasche. Das heißt, in dem Moment hat der Nutzer das Teilziel, sich von der Tasche zu überzeugen. Zum Beispiel auch über die Qualität oder beispielsweise, wenn man jetzt eine Stofftasche hat, ob die Tasche gewaschen werden kann. Also ich denke, solche Fragen können während des Kaufprozesses beim Nutzer aufkommen und daraus entsteht natürlich ein Teilziel, was erfüllt werden soll. Hier ist dann die aufgabenangemessene Lösung des Dialoges, schnell Rezensionen zur Verfügung zu stellen, die den Nutzer schnellstmöglich dahin bringen, genau die Rezension zu der Frage zu finden, die er hat. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel bei der Frage ist, kann ich meine Tasche waschen? Wäre es natürlich von Vorteil, wenn die Rezensionen zum Beispiel durchsuchbar sind oder kategorisierbar. Ja, dass man zum Beispiel so eine Filterfunktion in den Rezensionen hat, um dann nur die Rezensionen einzublenden, die beispielsweise das Wort waschen erwähnen oder Wäsche, all solche Dinge. Hier gibt es verschiedenste Patterns, die man hier einsetzen kann, die man natürlich auch im Gebrauch sind, die man dann entsprechend seiner Zielgruppe und der Bedürfnisse der Zielgruppe einsetzen kann. Das heißt, die aufgabenangemessene Darstellung des Dialoges Rezensionen wäre dann, ein Filter für Rezensionen anzubieten, um den Nutzer schnellstmöglich eben aufgabenangemessen die Rezension liefern zu können, die er benötigt, um damit dann das Teilziel, kann ich mich für diese Tasche entscheiden, zu unterstützen. Natürlich sind hier viele Faktoren ineinander verwoben. Deswegen ist Aufgabenangemessenheit auch ein sehr elementares Dialogprinzip. Ist die Aufgabe nicht aufgabenangemessen, heißt es vielleicht sogar, die Aufgabe kann gar nicht erfüllt werden, hat man natürlich ein schwerwiegendes Usability-Problem, dann ist es eigentlich fast egal, ob das jetzt ein Verstoß gegen ein Dialogprinzip an sich oder gegen Usability im Generellen ist. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Ich verweise da immer natürlich gerne auf Spiele. Man will nicht unbedingt zu dem schnellsten Punkt kommen. Man will nicht, dass sofort das Spiel endet oder man will nicht, dass sofort man die Lösung findet. Aber, Moment, das Ziel, zum Beispiel das Monster töten oder das Rätsel lösen, ist ja nur das Ziel, was von dem
Game Designern dem Spieler auferlegt wurde. Es ist nicht das Bedürfnis des Spielers. Das Bedürfnis des Spielers ist es, so lange wie möglich Spaß mit dem Spiel zu haben. Und das ist dann natürlich aufgabenangemessen. Wenn man ihm also viele Steine in den Weg legt, damit er Spaß dabei hat, das Rätsel zu lösen oder das Monster zu besiegen, dann ist es durchaus aufgabenangemessen, ihn nicht so schnell wie möglich zu seiner Aufgabe zu bringen und mit so wenig Schritten wie möglich. Also ist es auch bei Aufgabenangemessenheit elementar wichtig, den Kontext zu verstehen und auch das Erfordernis des Nutzers. Was ist wirklich sein Ziel, damit ich es aufgabenangemessen gestalten kann? Ich hoffe, ich konnte dir Aufgabenangemessenheit etwas verdeutlichen, was dabei zu beachten ist, warum es so ein wichtiges Dialogprinzip ist und was vielleicht auch die kleinen Tücken dabei sein können. Vergiss nicht, auch bei meinen anderen Videos zu den Dialogprinzipien vorbeizuschauen, um die volle Bandbreite der Dialogprinzipien zu verstehen und wie diese ineinander spielen. Ansonsten hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen. Hinterlasse doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar unten. Und wir sehen uns beim nächsten Dialogprinzip.